So, ich wurde angesprochen, ob dieses Mikrofon, das Rode NT-USB, ob dieses Mikrofon rauscht. Ich habe gedacht, ich zeige das jetzt mal in einem Video. Halt mich jetzt mal still. Und man sieht hier am Bildschirm auf Audacity, dass, wenn ich ganz still bin, ist hier so gut wie kein Ausschlag zu sehen und somit auch kein Rauschen vorhanden. Jetzt ist das Mikrofon nicht auf maximale Empfindlichkeit eingestellt. Jetzt werden wir das einmal mit der Empfindlichkeit ein bisschen hochfahren hier. Gehen wir mal auf Maximum. Jetzt ist die Empfindlichkeit auf Maximum eingestellt. Man hört jetzt jeden Floh husten. Und wie man sehen kann, ist ja immer ein klein wenig Rauschen dabei. Jetzt gehe ich mal mit der Mikrofonempfindlichkeit deutlich runter. So, das ist jetzt wahrscheinlich fast ein bisschen zu leise. Aber wie man sieht, in Sprechpausen gibt es hier überhaupt kein Rauschen. Gehen wir wieder ein bisschen höher. So, jetzt gibt es hier ein klitzeklitzekleines bisschen Rauschen. Eine Lautstärke, Empfindlichkeit bei der Aufnahme von 0,88 ist schon üppig. Und das übersteuert jetzt hier auch schon. Ich muss ein bisschen zurückgehen. Ach, das ist für meine Stimme scheinbar ganz ideal und in diesem Abstand. Jetzt haben wir ein Schluckgeräusch gesehen. Mach's nochmal. Das ist schon ein sehr empfindliches Mikrofon. Aber jetzt hier bei dieser vernünftigen Aussteuerung ist ein Rauschen eigentlich nicht zu erkennen. Man kann im Großen und Ganzen sagen, dass das Rode NT-USB-Mikrofon, dass das Rode NT-USB-Mikrofon so gut wie gar nicht rauscht bei einer vernünftigen Einstellung. Und die dürfen wir jetzt gefunden haben.